Ja, die Stimme ist immer der Teil unserer Persönlichkeit und damit unsere ganz persönliche Visitenkarte. Die Stimme kann kompetent wirken, sie kann auch inkompetent wirken. Es gibt Leute, die sehr, sehr kompetent sind, aber aufgrund ihrer nicht so angenehmen Stimme nicht so kompetent rüberkommen. Die meisten Menschen atmen nicht richtig. Und zwar verwenden sie nicht mehr die Bauchatmung, die sie als Kind verwendet haben, sondern ganz häufig die Hochatmung. Man weiß heute immer noch nicht, warum das so ist, dass Menschen plötzlich nach oben atmen und nicht in den Bauch. Also ich mache das mal im Sitzen, nicht? Ich setze mich auf einen Stuhl, aufs vordere Drittel des Stuhles, gerade hin, im rechten Winkel. Die Beine sollen auch im rechten Winkel sein. Das Gesäß ist etwas abgeklappt. Ja, ich sitze wie auf einer Kutsche, denn deswegen nennt man das auch Kutschersitz. Ich lege meine Hände auf den Bauch, hier unterhalb des Rippenbogens, weil darunter mein Zwerchfell ist. Ich atme durch die Nase ein, wenn Sie das können, durch die Nase, sonst auch durch den Mund. Also am besten ist, durch die Nase einzuatmen und durch den Mund mit einem hörbaren Ton wieder aus. Dabei wölbt sich meine Bauchdecke, weil ja das Zwerchfell sich senkt und die Gedärme nach vorne gedrückt werden. Aus diesem Grund sieht man den Bauch. Aber keine Angst, es ist nicht so, dass man da Zentimeter Bauch sieht, sondern nur ein kleines bisschen. Vor allem beim Sprechen dann sieht man nicht so viel Bauch, sondern nur vielleicht 2, 3 Millimeter. Einatmen, ausatmen, kleine Pause. Einatmen, ausatmen, kleine Pause. Bitte nie so atmen, so. Das ist nämlich die Hochatmung. Und bei der Hochatmung bekomme ich nur ganz wenig Luft in die Lunge, nämlich nur in den obersten Teil, sodass ich immer wieder nachatmen muss. Und da wird meine Stimmlippen werden auf diese Art und Weise stärker angespannt und daher klingen die Stimmen häufig höher. Also ich denke, die Atmung ist das Allerwichtigste, dass Sie immer wieder sich darauf besinnen, wie habe ich jetzt gerade geatmet. Vor allem, wenn die Stimme so nach oben wegbricht, immer wieder nach unten hineinatmen, in den Bauch hinein und sich immer wieder überlegen, da ist meine Stimme, runterkommen. Und klar und deutlich sprechen. Klar, deutlich sprechen mit kurzen, prägnanten Sätzen auf den Punkt. Auf den Punkt bedeutet, ich senke die Stimme am Ende des Satzes und ich gehe nicht nach oben mit der Stimme. Beispiel, jetzt gehen wir in den Wald. Und dort werden wir grillen. Ich übertreibe natürlich ganz arg. Also jetzt gehen wir in den Wald und dann werden wir dort grillen. Also komme ich viel kompetenter rüber, indem ich die Stimme senke am Ende eines Satzes. Ja, also dazu gibt es also ganz lustige Übungen. Erstmal so Grimassen machen, das Gesicht ganz locker machen, dann Grinsen und Spitzmönchen, dann das, wie wir früher noch als Kinder Motorrad gefahren sind, brrr, irgendwas. Ja, das sind also lustige Übungen. Oder aber mit der Zunge. Die Zunge ist ja das Wichtigste beim Sprechen, neben den Stimmlippen, brrr, irgendwas machen und dann die Zunge links und rechts in den Mundwinkel, etc. etc. Es gibt ja ganz viele Übungen, um den Mund, unsere ganzen Muskelpartien zu erwärmen. Dann gibt es noch Einsprechübungen. Dann geht man durch sämtliche Vokale hindurch und zum Beispiel die Tonfolge ma, me, mi, mo, mu, mä, mö, mü, mai, moi, mau. Na, ni, ni, no, nu, nä, nö, nü, nai, noi, nau. Sämtliche Konsonanten, sämtliche Vokale in allen möglichen Variationen und Betonungen. Und das sind so Dinge, die jeder Sprecher, jeder Moderator, jeder Sänger auch macht, bevor er auftritt.